Fangirls. In den Augen mancher sind wir einfach nur Fangirls. Leute, die Sachen der Privatsphäre nicht kennen. Und alles über Stars, YouTuber und was weiß ich wissen wollen. Wissen wollen, wer Manus Gesicht kennt. Wissen wollen, mit wem Contrafter zusammen ist. Wissen wollen, wie Logo, Stegi und Gomme in echt heißen. Aber dass ein Teil von uns doch gar nicht wissen will, wie Jamless Play nicht aussieht, weil wir wissen, dass der Charakter, den er im Internet sagt, wundervoll ist und uns das reicht. Ja, das interessiert irgendwie gar keinen. Wir sind hysterische, unreife, weibliche Totalfans. Autoren von grottenschlecht geschriebenen, nur recherchierten Fanfics. Keine Sorge, ich habe diese Definition nicht geschrieben. Außerdem, wer sagt denn, dass man dann automatisch weiblich ist? Ablali zum Beispiel hat, eigener Aussage nach, mehr männliche Fans als weibliche. Wir gehen zu den Videodays. Und ja, ich warte immer noch auf mein Ticket. Besuchen gleichzeitig die Gamescom und hoffen immer noch, dass Herr Bergmann seinen mehr als verdienten Preis in der Kategorie Animation bekommt. Laut diesem Test bin ich ein Fangirl. 10 von 10 Fragen richtig beantwortet. Na und? Dann habe ich mir halt gemerkt, dass Paluten aus Hamburg kommt und GEPs Vater nicht sonderlich nett war. Bin ich deswegen hysterisch? Unreif? Und kann keine Bücher schreiben? Ja, ich habe meine Fanfictions bewusst offline genommen. Aber ist dieses Buch schlecht geschrieben? Kann man sich nicht in Stegi hineinversetzen? Oder habe ich bei diesem, nie veröffentlichten Part Everdeen Tweet nicht berücksichtigt? Kann man uns so verallgemeinern? Und noch dazu, warum ausgerechnet weiblich? Also, ich würde Fanboys und Fangirls ja eher so beschreiben. Wir sind Personen, die die Arbeit der YouTuber und der Stars feiern. Wir sind diesen Menschen dankbar, dass sie einen Teil unseres Lebens ausmachen. Jeden Tag hoffen wir, dass ein Video kommt, bei dem wir all den Stress von uns laden können und herzhaft unser Handy anlachen. Wir haben dank diesen Personen wundervolle Menschen kennengelernt, haben die Oberflächlichkeit von uns gelassen und achten mehr auf den Inhalt von Liedern, Gedichten und Worten. Wir vergöttern diese Person nicht. Wir respektieren ihre Privatsphäre. Ja, wir sind ihnen einfach nur dankbar. Und auch wenn es durchaus Leute gibt, die diesen Klischees entsprechen, so gehören sie nicht zu uns. Also sage ich jetzt einfach mal ganz frei heraus. Ja, ich bin ein Fangirl. Bist du auch eins?